Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die IKEA-Drohnesmontage durchführen und somit natürlich auch den Schuhschrank an der Wand befestigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall möchte ich mal zwei solche Aufbewahrungen übereinander an der Wand befestigen und das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Varianten relativ ähnlich. Zuerst einmal müssen wir aber hier diese Klappen vorne ausbauen. Dafür kippe ich sie einfach etwas nach vorne, dann können wir hier außen eigentlich auch schon diese Halterungen erkennen. Bedeutet, ich muss die Klappe einfach mal etwas weiter nach oben heben und dann kann ich diese auch schon ganz einfach nach vorne rausziehen. Nun den Korpus an die gewünschte Stelle halten, gerne auch eine zweite Person zur Hilfe holen und einmal eine einfache Wasserwaage oben drauflegen, dass wir es natürlich auch sauber ins Wasser ausrichten können. Und jetzt geht es mal darum, dass wir am besten mit einem einfachen Bleistift hier oben uns diese zwei Löcher einmal an der Wand markieren. Laut IKEA sollen wir übrigens den Schuhschrank erst einmal in zwei oberen Löchern befestigen, danach einhängen und dann erneut hier unten diese zwei Löcher markieren und dann auch da befestigen. Wenn du etwas handwerklich begabt bist, beziehungsweise auch richtig anzeichnen kannst, dann am besten auch hier unten gleich mal diese beiden Löcher noch mit markieren. Bei den zwei oberen Löchern müssen wir beim Bohren eigentlich nur darauf achten, dass wir jetzt bitte nicht hier bei dieser großen Markierung bohren sollten, sondern am besten wirklich relativ weit oben, da der Schrank nämlich anschließend auch bei den Schrauben eingehängt wird. Ich verwende hierbei übrigens ganz normale 6er Dübel und auch solche kleinen Schrauben. Die sollten auf jeden Fall halten, wenn da 4 Stück pro Schrankteil drinnen sind, weswegen ich das Ganze jetzt auch mal mit einem 6er Bohrer bohren werde. Danach die 4 Dübel reinklopfen. Den Schrank an die richtige Position halten und mit den 4 Schrauben festdrehen. Bei mir schaut der erste Korpus auf jeden Fall super aus. Der ist auch am wichtigsten, denn den zweiten, den können wir dann ganz einfach von oben einmal draufstecken und natürlich auch hier wieder unsere 4 Löcher anzeichnen und dann das Ganze auch wieder an der Wand befestigen. Möchtest du die Aufbewahrung übrigens nebeneinander anbringen, dann müssen wir das Ganze natürlich auch wieder einfach an die Wand schrauben und wir haben zum Zusatz aber hier außen noch so ein kleines Loch und natürlich auch bei unserem Gegenstück hier. Bedeutet, wir können das Ganze einfach wieder dementsprechend anbringen und laut IKEA-Anleitung können wir diese zwei Schränke jetzt nämlich mit einer Schraube, die maximal 13 mm lang ist, noch miteinander festschrauben. Sobald aber alles an der Wand befestigt ist, können wir unsere Klappen auch mal wieder richtig einsetzen. Hierfür diese wieder etwas schräg nach vorne halten, dann in unsere zwei Halterungen hineingeben, nach unten plumpsen lassen und der Drohnenschrank ist somit auch schon richtig befestigt bzw. richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Drohnen-Schuhschrank, eine Holzplatte für oben drauf oder natürlich auch einen Bohrhammer oder Akkuschrauber zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zum Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.